erstes Kommentar. Oh mein Gott, ihr seid so blank, weil du, ich da, hat ja ein Vakuum mehr in. Halt. Und eure Argumente sind total beschissen, genau wie das Video. Und ihr. Okay, gut. Gut. Moin sind allerseits, hier ist der Webkin von Unlimited TV und willkommen zu unserem Weihnachtsspecial am 24.12. Wie versprochen, wir haben es endlich geschafft. Auch irgendwie professioneller als sonst. Ja, wir haben hier drei Lampen. Krank. Wir schneiden mal kurz ein Bildchen einfach rein. Ja, so sieht's aus nämlich. Und ja. Was machen wir? Wir kommentieren Kommentare vom Julians Blog ist Patrick Bang Video. Wer das noch nicht gesehen hat. Kommentare, Kommentiershow von kommentierten Kommentaren. Oder so. Genau. Es geht um das Julians Blog Video, was wir mal gemacht haben. Von vor ziemlich genau 2 Jahren. Ja. Und ja, erste Klarstellung zu dem. Das Ganze ist Satire. Ich meine, Leute, das kann man doch nicht ernst nehmen. Das ist so scheiße, das wurde aufgenommen. Irgendwann so 23, 24 Uhr abends. Der Luca Tutsch. Muss ziemlich leise sein, ja. Weil sonst wäre es eskaliert. Ja, bei mir auch. Er war zu Hause und hat einfach sich auf sein Sofa gesetzt. Ich war im Urlaub in Dänemark, hab ein iPad genommen, einfach die Frontkamera von dem fucking iPad. Und das auch noch hoch kann. Ja, noch hoch kann. Wir haben uns irgendwie reingeschnitten, irgendeine Scheiße, glaube ich, über Teamspeak haben wir uns dann gehört. Und den Riesen-Delay, ne? Ey, dieses Delay of Doom einfach, das war komplette Satire, es war nicht ernst gemeint. Also vielleicht inhaltlich haben wir mal so gedacht, ja, der Julian hat sich ein bisschen an wie der Patrick, komm, mach mal ein bisschen Satire-Video. Viele Leute haben es auch angeklickt, aber es halt eben für ja, ernst gehalten. Ja, scheiße war's, ne? Ja, die wissen halt, dass wir echt so landen. Ey, was? Nein, ist ja, so. Jedenfalls sind da jetzt doch sehr amüsante Hauptschulkommentare bei rumgekommen. Die lesen wir auch. Weil einfach 80% dieser Kommentare weder korrekte Rechtschreibung noch Satzbau noch Sinn ergeben. Ja. Aber ja. Ja, wir lesen einfach gleich vor. Also für die Leute, die uns nicht kennen, das Video, wir verlinken es unten. Und wir schneiden mal kurz was rein. Ja, genau. Einfach nur einen Ausschnitt. Genau. Wir haben gesagt, sprechen. Das beruht einfach darauf, dass. Ja, da habt ihr gesehen, das war einfach absolute Satire, einfach komplette Behinderung, weil einfach, ja, wir sind zwar Lappen, aber nicht so große Lappen, klarer Fall. Also fangen wir mal hier mit dem nächsten Kommentar an, das erste haben wir mal schon vorgelesen und, Moment, welches nehmen wir denn? Nimm irgendwas für ein langes. Was für Lappen seid ihr denn? 301 Abos und dann noch mit YouTube weitermachen? Ja, Entschuldigung. Sorry. Wir hatten einfach nicht die 100.000 Abonnenten so. Man kommt auf YouTube direkt 100.000 Abonnenten. Also das ist ja eigentlich bei jedem so. Bei ja klar, natürlich. Jeder kleine Mixer, der anfängt. Ja, immer sofort. Klar. 1 Million. Wir haben sofort den goldenen Play-Button. Den bronzenen, also den silbernen, den diamantenen meine ich. Ja, ach, keine Ahnung. Nur einfach das PewDiePie hat. Ja, also so, wir können einfach noch nicht anfangen. Damals hatten wir 301, jetzt haben wir immerhin 102 Abonnenten mehr mit 403. Man muss auch sagen, wir waren aber auch ein halbes Jahr lang inaktiv. Ja, das war echt. Oder richtig, länger. Ja, ziemlich hart. Okay, nächstes Kommentar. Es ist einfach, ich seid scheiß Schwuchteln. Forscht mit V. Forscht doch nicht nach, wer ist, lasst den Scheiß mal, ihr Opfers. Also, okay, gut. Satzbau, Grammatik und vor allem irgendwie Zeichensetzung. Scheiß mal drauf. Du weißt ja, Satzzeichen töten Menschen. Komm, wir essen Opa. Ja. Ach du Scheiße. Nächstes Kommentar. Von der 16 Chris. Ich bekomme meine Stimme auch fast so hin wie Patrick Bang und in einem Tonstudio bekommt man alles hin, ihr Mongos. Ich müsste nur ein bisschen meine Stimme tiefer machen. Klar, pitch einfach mal deine Stimme runter, ne? Und hör mich auch so an. Und es gibt viele Menschen mit derselben Größe und der ähnlichen Statue. Und außerdem hat Patrick ein Kostüm an. Also kann es auch sein, dass er anders aussieht. Echt? Erzähl mir mehr. Julian kann sich das Studio ja auch so eingerichtet haben wie San Diego. Und da ein gutes Mic
Und da es ein gutes Mic ist, Julian sich das leisten konnte, hat er sich das auch geholt. Er will ja keine Nummer 15 Scheiße machen. Wahrscheinlich. Yo. Wahrscheinlich. Einfach, ja, das war jetzt kein riesen Hate-Kommentar, aber die besten Hate-Kommentare kommen definitiv noch. Halt die Fresse, du Schwuchtel. Haha, das sind genau diese Idioten, die im Real Life alleine in der Ecke rumstehen, weil sie echt nur Brei im Hirn haben. Nee, wir sitzen in der Ecke, nicht stehen. Ja, wir sind immer zu doof. Und frag mal meinen Abischnitt, ob ich Brei im Hirn habe. Ja, hat er. Aber. Das Video ist nur sehenswert, weil der rechte fett ist. Hi, ich stehe dazu, zu 100%. Du kannst schon mal, ich weiß, in dieser Roggy Foe. Komm mal vorbei, komm, wir, kein Problem, wir chillen uns mal hier zusammen, können wir ein Video mal machen, mal sehen, wer von uns fetter ist. Gibt's, na, hat er überhaupt einen? Ah, er hat 0 Abonnenten und 0 Videos, aber schön richtig dick, fett Eier am Start. Möchte gerne Eier am Start haben. Na. Kein Kommentar dazu. Also, Ferrari Steiner schreibt, ey, sorry, aber ganz ehrlich, ihr seid schon gay, oder? Nur am Wochenende. Wenn wir Brei gerade im Hirn haben. Und in der Ecke stehen. Ja, sitzen. Boss Enix, wahrscheinlich Mitarbeiter von Square Enix, schreibt, ihr ballert hier die überkrasse Bullenscheiße, ihr Matschbirnen. Na, immerhin. Mhm. Gayer als San Diego. Ich muss dir sagen, Jonathan Gefkin, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Schön, dass wir helfen konnten. Ja. Nächster netter Kommentar von Lasse Schulz, Schwuchtel. JosTV schreibt, sorry, aber versucht ihr Schizophrenic Blog zu parodieren oder seid ihr wirklich so behindert? Patrick Bang ist SpongeBob. Okay. Jetzt ist es. Ja, das ja also er hat zumindest so 50% die Parodie verstanden. Yay. Daumen nach hoch. Carsten Marx, nein nicht Eldritch, sondern Carsten Marx schreibt. Was seid ihr denn für Lappen? Ist doch sowas von egal, wer SpongeBob und Patrick Bang ist. Vielleicht, die Satzzeichen ja schon wieder, vielleicht sind das ja neue Rapper, die keiner kennt und die Analyse von euch ist auch Bullshit. Ihr habt doch keine Ahnung, wahrscheinlich hört ihr nicht mal Battle Rap. Lehrt erstmal, lehrt. Ja, nicht lernt, sondern lehrt, ja, okay. Lehrt erstmal, wie man eine Analyse macht und euer ist übelster Bullshit. Schon wieder. Hör einfach mit Videos, was? Hör auf? Hör einfach auf mit Videos, denn ihr seht doch voll gay aus. Ja. Ja, aber anders kommt man doch nicht mehr rein. Ja, vor allem höher. Wir sind eine Person. Na, habt ihr gewusst, wir sind eine Person. Next. Substrooper schreibt, Hilfe. Nein. Oh Gott. XX Eur 0 Nix X schreibt. Oh Gott. Schreibt, aka Stricher und Fetti am Mike. Yo! Irgendwie muss man ja Geld kriegen. Patrick M1995 schreibt, ihr seid scheiße, aka Riesenscheiße. Enkel Daga schreibt, ihr seid so scheiße, aber danke, ich konnte mal wieder Tränen lachen. Bitteschön, wenn wir so einem depressiven Kind helfen konnten. Toxic schreibt, ach ja und, Fetti, guck nicht so arrogant, das regt auf. Ich weiß nicht, dass man überhaupt, dass ich es schaffe, arrogant zu schauen. Immer wenn ich es irgendwie machen will, kriege ich es nicht hin und dann, ja. Mr. Steel Jockey hier schreibt, ihr seid aber richtige Johannesköpfe. Was sind denn Johannesköpfe? ACD Style schreibt, AKA Fettsack. Die haben es auch alle nur. Ich bin nicht mal so fett. Also ich sag jetzt nicht, dass ich magersüchtig bin, aber fett bin ich jetzt auch. Das hat jetzt echt meine... Voll fett! Nein, Mama sagt, das ist gar nicht fett. Meine Gefühle sind voll verletzt. Welche Gefühle? Denke ich auch gerade. Arroganter Sack. Delfinliebe schreibt, so viel Blödheit muss doch wehtun.
Nicht mit genug Vicodin. Ich wollte gerade sagen, wir sind einfach so auf Drogen, deswegen uns tut nichts weh, aber danke für deine Besorgnis. Kopfschuss, ihr Opfer. Seifentix WR schreibt: Beide hässlich, haha, Smiley, easy 500 Dislikes für die Gesichter und der Rest für das Gelaber. Lieber Seifentix WR. Hat er ein Profilbild drin? Nein, und mit seinen ganzen 0 Abonnenten und 0 Videos, die er wahrscheinlich mal wieder hat. Wie gesagt, wir haben hier noch Platz frei auf dem Sofa. Kannst gerne zu uns hier ins Video kommen. Mal sehen, wer von uns das hässlichere Gesicht hat. Sid Machinery schreibt: Trollololo. Die EOS 5D Mark III ist A. In erster Linie keine Videokamera, sondern eine Fotokamera. Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Zweitens werden damit sicher keine Kinofilme gedreht. Lol, ernsthaft? Doch, wurde es. Und abnormale Qualität hat die auch nicht. Doch schon. Eine 500 Euro Videokamera macht schon vergleichbare Videos. Darf ich? Ja. Ich war jetzt schon mehrfach bei Produktionsfirmen angestellt und habe da gearbeitet. Und es kommt vor, dass Leute extra auf die 5D bestehen. Klar, wir hatten da auch andere Kameras und auch größere und teurere Kameras. Aber es gibt Leute, die bestehen auf die 5D, weil die 5D mit ihrem Sensor zurzeit als einzige Mittelklasse-Kamera den Kinolook so gut hinkriegt. Und weil man eben in RAW aufzeichnen kann und damit bessere Farbkorrekturen machen kann. Sprich, eine 500-Euro-Kamera kriegt nicht vergleichsweise gute Bilder hin, allein schon von der Technik nicht. Hardcore-Digi schreibt: Alles Fake auf dieser Welt, wie diese beiden, also wir zwei sind, SpongeBoss und Patrick Bang. Scheiße, verdammt. Ja, jetzt. Ja, jetzt sag, ja. Fuck, komm, nein, wir hören nein, auf. Ja, Scheiße. Nee. Also, nee. Nein. Blunt Smoker schreibt: Der Linke soll mal normal reden und nicht extra seine Stimme verstellen. Das Problem ist, er redet wirklich so. Yay! Ich weiß ja auch nicht, was du mit Stimmen verstellen meinst. Ich schätze auch nicht, schätze allein. Ich glaube, wir machen mal weiter. Ja. Lukas ZZ schreibt: Geht euch erhängen? Ausrufezeichen. Okay. Lieber nicht. Chuck Norris schreibt: Ahahaha, was seid ihr für zwei Lappen? Ahahaha. Entschuldigung, Chuck Norris. Sagt Chuck Norris. Ja, oh, der kann ganz schön gut Deutsch. Also tut uns leid, Chuck Norris, dass wir dich nicht so entertainen können, wie es war, aber trotzdem danke. Ja. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten und Anschauen. Hoffentlich haben euch die Hate-Kommentare gefallen. Also uns, wir haben sie schon ziemlich gefeiert, war schon definitiv Lustiges dabei. Sehr geil, ja. Ja, danke, dass ihr auch den Adventskalender schön eingeschaltet habt. Nächstes Jahr wieder ein. Ja, denke schon. Dann würde ich sagen, lasst doch ein Däumchen nach hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Und wir sehen uns alle spätestens hoffentlich wieder bei der Neujahrsansprache. Die vielleicht heute auch mal oder dieses Mal rechtzeitig kommt. In der wir auf jeden Fall noch ein paar neue Pläne präsentieren. Ich glaube, wir nehmen einfach gleich auf sich erst. Ja. Also ihr seht, da uns das vorproduzieren läuft vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, aber wir tun unser Bestes. Vielen Dank fürs Einschalten und der Luca Dutsch hat das letzte Wort. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ciao.